Anton Kirgison, Beobachter im Sondereinsatz. Auftrag: Kontaktaufnahme und Rückführung von Cyrine Duperré. Dieser angebliche Händler war das Haupt der Verschwörer. Er ist ohnmächtig. Sein Schutz funktioniert. Er wird bald zu sich kommen. Ich sehe dich immer nur weglaufen. Warum hast du dich nicht geschlagen? Ist doch eine feige Bande, dieses graue Lumpengesindel. Was auch immer geschehen mag, du darfst auf keinen Fall töten. Selbst in größter Gefahr nicht. Leicht gesagt. In Arcana tötet man schon wegen eines falschen Wortes. Das ist der normale Grad mittelalterlicher Grausamkeit. Auch auf der Erde hat es Jahrtausende gedauert, bis die letzte Schlacht geschlagen und bis das letzte Gefängnis geschlossen war. Komm nur näher! Wer so kämpft wie du, ist mein Bruder. Habt ihr scharfe Bilder? Deine Senderzelle arbeitet einwandfrei. Die Hofdamen sind der Ansicht, Romata habe schöne Augen. Was meinst du, Anka? Das Auge ist in Ordnung. Deine Schutzbehandlung. Ich glaube, die schöne Arcana hat ein Auge auf mich geworfen. Möchtet ihr auch so schreien? Ihr macht euch lustig über mich. Ihr habt mich missverstanden, verzeiht mir. Ich finde euch begehrenswert. Ist es wahr? Zeigt, dass ihr mich begehrt. Sieht euer Gewand aus, kommt. Sie sind wie die Tiere. Ihr seid verhaftet. Ergebt euch. Werft eure Waffen weg. Holt sie euch doch selber. Siehst du den Stern da oben? Die Erde, auf der ich geboren bin, befindet sich ganz in der Nähe dieses Sterns. Achtung, ein Gespräch von der Erde. Ich bitte Sie als Mitglieder des Instituts dafür zu sorgen, dass diese bedrohliche Entwicklung nicht außer Kontrolle gerät und das gesamte Projekt gefährdet. Sie müssen mit uns in Verbindung treten. Anton, antworte doch wenigstens. Wir machen uns große Sorgen. Der Zerstörungsmechanismus ist gezündet. Die Explosion. Der Zerstörungsmechanismus ist entzündet. Wollt ihr uns nicht anführen? Das kann ich nicht. Ich hab gesehen, wie ihr kämpfen könnt. Jetzt hab ich gefressen und gesoffen wie ihr. Jetzt bin ich einer von euch. Ich hab das Gefühl, als ob wir nicht alleine wären. Schon möglich. Was auch immer geschieht, ich werde dich nie verlassen. Jetzt mache ich die Augen zu. Dann kann uns niemand mehr sehen. Es ist zwecklos zu diskutieren. Deine Mission ist beendet. Was soll das? Das finde ich unfair. Oh.